Vielen Dank erstmal, dass ich hier sein kann, dass mein Vorschlag angenommen wurde. Und ja, ich hoffe, ich kann einen sinnvollen Beitrag zur Gesamtthematik beitragen. Und ja, wie gesagt, ich möchte heute meine Masterarbeit vorstellen. Die habe ich letztes Jahr abgeschlossen, im Sommer. Und möchte aber den Vortrag nicht nutzen, um jetzt die Masterarbeit einfach so vorzustellen, sondern um auf einen speziellen Aspekt einzugehen, der mir jetzt im Nachhinein, wenn ich mir die Arbeit nochmal angeguckt habe, schon Schwierigkeiten bereitet hat. Das sind quasi die methodischen Herausforderungen, denen ich begegnet bin. Dazu möchte ich aber erstmal die zentralen Aspekte meiner Masterarbeit vorstellen. Wie der Titel vermuten lässt, habe ich mich mit der Skateboard-Szene beschäftigt. Und mein Interesse galt dabei explizit den Lernprozessen und auch Aneignungsprozessen, die beim Skaten stattfinden. Vor allen Dingen hinter dem Kontext, dass ja, und das ist ja das Interessante bei der Skater-Szene, dass quasi die Aneignungsprozesse in, ja, nicht an geregelten Trainingsorten und Zeitpunkten stattfinden, wie das klassischerweise bei anderen Sportarten der Fall ist. Vielmehr finden diese Lernprozesse in informellen oder nonformalen Lernkontexten statt. Und genau diese Lernkontexte habe ich mir quasi angeschaut. Theoretisch einbinden lässt sich meine Arbeit auf die Untersuchung von Ulrich Beck zur zweiten Moderne, wo betont wird, dass hierbei die steigende Ungewissheit und Risikohaftigkeit moderner Gesellschaften anstelle sozialer Eingebundenheiten in der Gemeinschaft treten vermehrt neue Lebensformen wie der individuellen Freiheit und eigenverantwortlichem Leben. Das Individuum sieht sich folglich vor einem immer größer werdenden Raum von Entscheidungsmöglichkeiten. Entscheidungsmöglichkeiten, das eigene Leben quasi selbstgestaltend in die Hand zu nehmen. Diese zunächst einmal vielversprechend klingenden Versprechen der Individualisierung haben jedoch auch Konsequenzen. Menschen in der Moderne stehen im ständigen Konflikt, sich in einem nahezu unüberschaubaren Wirrwarr an unterschiedlichen Sinnwelten zurechtzufinden, an diesen teilzunehmen und auch zwischen diesen zu wechseln. Hieran anschließend sind die Ausarbeitungen zur posttraditionellen Gemeinschaften von Hitzler, Fadenhauer, Hohner, die diese Problematik nochmal vertiefen. Denn die Akteure sind, so die Theorie, herausgelöst von einst verfestigten Traditionen, und durch diese Herauslösung aus diesen Traditionen entstehen quasi neue Gemeinschaften oder auch Gesellungsgebilde. Wichtig ist dabei, dass die Akteure in diesen Gesellungsgebilden freiwillig eintreten und auch dessen Dauer, also wie lange sie quasi in diesen Gesellungsbilden eintreten, unbestimmt ist. Und nicht mehr, wie das mal der Fall war, teilen die Akteure nicht mehr gemeinsame Wertesysteme, sondern orientieren sich an gemeinsam durchzuführenden Ritualen, Zeichen und auch Symbolen. Und eine Form dieser neuen Gesellungsgebilde sind die Jugendszenen. Jugendszenen sind dadurch charakterisiert, dass sie einen hohen Anonymisierungsgrad aufweisen und vor allen Dingen, dass die sozialen Bindungen innerhalb dieser Szenen eher flüchtig und fragil sind. Außerdem gehen die Jugendszenen über die Lebensphase Jugend hinaus. Das bedeutet, in meinem Fall jetzt in der Skater-Szene zum Beispiel, kann man in einem Skatepark einen achtjährigen Jungen dabei zuschauen, wie er gerade anfängt zu skaten, und gleich daneben ein Ende 30-jähriger Alteingesessener, der seine Runden in der Halfpipe dreht. Kann vorkommen. Ja, zur Skater-Szene selbst. Es ist halt eine Szene, wie ich schon gesagt habe. Und Szenen sind dadurch auch charakterisiert, dass die Akteure ihre Zugehörigkeit anzuzeigen versuchen. Und Eisewicht unterscheidet dabei in einem Zugehörigkeitsmanagement einmal die Befähigung, also die Akteure zeigen ihre Zugehörigkeit durch Befähigung. In der Skate-Szene wird es bedeuten, ja, du kannst einfach skaten oder versuchst es zumindest. Andererseits zählt dazu auch eine gewisse Risikobereitschaft. Also du musst nicht unbedingt skaten können, aber zumindest versuchen. Und wenn du dich dabei ab und zu mal auf die Fresse legst, ist auch okay.
Ja, Alkemaier versteht Skaten als informelle Straßensportart, die so nach Eisewicht auf einem zweiachsigen, vierrädrigen Brett praktiziert wird. Auf dem Skateboard stehend stößt man sich mit einem Bein ab und rollt auf dem Brett. Skaten meint sowohl die Fortbewegung mit dem Skateboard durch den öffentlichen Raum, als auch das Vollführen von Tricks mit dem Skateboard. Und als basale Fähigkeiten beim Skaten zählen, also dass man erstmal überhaupt anfangen kann zu skaten, zählt ein ausgeglichener Gleichgewichtssinn, eine gewisse Ausdauer und Kraft. Zusätzlich, wie jede Szene andere auch, hat die Skateszene einen Themenschwerpunkt. Und beim Skateboarding ist das, so banal das auch klingen mag, das Durchführen, Erlernen und Verbessern von den Tricks. Und davon gibt es halt eine Menge. Ja, wie man auf dem Bild hier sieht, das ist halt einer von zahlreichen Tricks, halt ein Heelflip, wo sich das Board in der Luft einmal dreht und das in der Luft wieder fängt und landet und weiterfährt. Aber wie gesagt, ich möchte jetzt in meinem Vortrag nicht auf die Tricks und die Aneignung dieser Tricks eingehen, sondern auf die methodischen Herausforderungen. Einbetten lässt sich meine Arbeit in das Forschungsprogramm der lebensweltanalytischen Ethnographie, welche eine Variante ethnografischer Arbeit ist. Und das Zitat, ich hoffe, ihr könnt euch noch erinnern an den Vortrag, in den Anführungszeichen, wo es heißt, am Ende, naja, am Ende muss ich schon selber herausfinden, bezeichnet eigentlich genau das, worum es in der lebensweltanalytischen Ethnographie geht. Und das Zitat stammt aus einem Feldaufenthalt, wo ich in einem Park war und so einen Jungen gesehen habe, wie der da so am Rumfahren war und Tricks gemacht hat. Und ich habe ihn dann gefragt, wie ein bestimmter Trick geht. Und er hat dann versucht, mir das irgendwie zu zeigen, hat selbst den Trick gemacht und hat dann im Endeffekt das Board in die Hand genommen und mir gezeigt, wie sich das in der Luft drehen würde. Und dann meinte er aber, naja, aber am Ende muss ich es schon selbst rausfinden. So, ich kann dir das vielleicht so ein bisschen erklären, aber tu es einfach selbst. Und das ist genau das, ja, was die lebensweltanalytische Ethnographie ausmacht. Genau, es geht nämlich um die Grundproblematik, die versucht wird, irgendwie zu lösen. Nämlich, wie können andere Menschen überhaupt verstanden werden, wenn doch kein direkter Zugang zu ihrem Bewusstsein möglich ist? Und hierbei ist es wichtig, dass die Erfahrungsdaten des Forschers, der Forscherin im Feld, dass diese Erfahrungsdaten, die man als Forscher macht, in die Analyse und in die Datenerhebung integriert wird, um so das Ziel, das Typische, die Typik des jeweiligen Feldes zu erheben. Wichtig dabei ist auch, dass diese Form der Ethnographie natürlich methodenplural ist und auch dabei immer feldnah natürlich praktiziert wird. Aber was natürlich auch wichtig ist, hier zu sagen, ist, dass man jetzt nicht wie in einem Rezeptbuch, also rezeptbuchartig, Methode 1 bis 10 anwendet und dann quasi die Typik des Feldes herausfindet. Es gehört schon ein bisschen mehr dazu und das ist eigentlich, was mit der Verschmelzung des Feldes gemeint ist. Das hat dann in meinem Fall eigentlich bedeutet, ein Skater zu werden. Also so wie ein Skater zu denken, wie ein Skater zu handeln, also zu fahren und auch diejenigen Dinge zu sehen, die Skater typischerweise sehen. Genau, und dazu gehört, wie hier auch zu sehen ist, eine gewisse Bereitschaft. Eine Bereitschaft, sich auch mit dem Feld anzufreunden. Und diese Methodenpluralität steht halt über der lebensweltanalytischen Ethnographie. Und ich verstehe die teilnehmende Beobachtung, wie auch die beobachtende Teilnahme, als die beiden zentralen Methoden dieses Forschungsprogramms. Genau. Und bei der teilnehmenden Beobachtung, wie schon gesagt, ist eine zentrale Methode dieses Forschungsprogramms. Und ihre Stärke liegt eigentlich darin, dass man Sinneseindrücke des Feldes aufnehmen kann, wie auch Wahrnehmungen. Und gleichzeitig natürlich im Feld involviert ist und auch das tut, was die Leute in diesem Feld tun. Jedoch
überwiegt hierbei natürlich die Beobachtung, wie man ja an dem Begriff schon erkennen kann. Und natürlich weniger Teilnahme. Jedoch, und darum geht es mir ja auch in dieser lebensweltanalytischen Ethnographie, möchte ich das Handeln in der Szene verstehen. Und nach Schütz kann man Handeln halt nicht beobachten. Handeln kann man nur erfahren, wo dann für mich die beobachtende Teilnahme ins Spiel kommt. Denn hier gebe ich mich dem Feld hin in all seinen Facetten und tue eben genau das, was man im Feld normalerweise tut. Und daher überwiegt auch die Teilnahme und steht weniger die Beobachtung im Vordergrund. Genau. Das Problem ist jetzt nur, dass teilnehmende Beobachtung und beobachtende Teilnahme sich irgendwie widersprechen. Weil bei der teilnehmenden Beobachtung ziehe ich mich mehr oder weniger ein Stück weit zurück als Forscher und schaue mir im Feld an, was dort so vor sich geht. Und bin dann in dem Fall quasi weniger Skater. Und andersrum natürlich, wenn ich mich dem Feld hingebe, ist es schwer, analytische Beobachtungen anzustellen. Und von dieser Spannung stand ich eigentlich. Und um diese Problematik noch mal ein bisschen genauer darzustellen, möchte ich aus einem meiner Feldprotokolle vorlesen, welches ich am Abend, also ich war tagsüber skaten, eigentlich so den ganzen Tag, und da ist mir dann halt so eine extreme Situation eigentlich passiert, in der ich extreme Momente von Frust und Wut erlebt habe. Und und als ich dann am Abend zu Hause war, habe ich das dann quasi niedergeschrieben. Okay. Der heutige Tag erscheint mir wie ein Schlag ins Gesicht. Ein Schlag ins Gesicht, der sich auf die etlichen Stunden und Mühen, die ich während der letzten Wochen auf dem Skateboard verbracht habe, bezieht. Bis zum heutigen Tag war ich tatsächlich der Meinung, dass ich den Heelflip, das ist dieser Trick, den ich gerade gezeigt habe, nun mehr oder weniger während der Fahrt problemlos ausführen kann. Doch die erste Stunde, die ich heute mühevoll in einem örtlichen Skatepark verbringe, erlebe ich voll wütender und frustgeladener Emotionen, die eigentlich nur gegen mich selber und stellenweise sogar gegen das Material, also das Skateboard, gerichtet sind. Wie für mich üblich fahre ich erst einmal durch den Park und nehme mir vor, an den unterschiedlichen Geräten des Parks, zum Beispiel Rails, Curbs, Quarterpipes, also es sind so diese Dinge, die man im Park so kennt, diese Stangen und Rampen und Pipes und so weiter, den Trick, den Heelflip zu versuchen. Jedoch scheitere ich mit allen meinen Versuchen und Anläufen, was mich zunächst lediglich verwundert und ich einfach weitermache. Dass ich tatsächlich nicht einmal mehr eine Rampe hoch und wieder hinunterfahren kann, bringt mich schon ein Stück weit mehr aus der Fassung. Verzweifelt versuche ich dies immer wieder und werde zunehmend wütender und beleidige mich innerlich als den blutigsten Anfänger. So fahre ich noch eine Weile weiter, bis ich mich einige Male schmerzhaft durch heftige Stöße der Bordkante gegen meinen Fußknöchel verletze und aufschreiend in die Knie gehe. Und das kann tatsächlich wirklich schmerzhaft sein, wenn man diese Kante immer an den Fußknöchel kriegt. Wut entbrannt hierüber, denn ich kann es tatsächlich nicht fassen, dass mein bisheriger Lernprozess völlig umsonst zu sein schien und ich noch dazu mit einer schmerzhaften Verletzung bestraft werde, beiße ich die Zähne zusammen und trete das Skateboard mit voller Kraft einige Meter weit weg und schreie: Boah, scheiße, was ist los mit mir? Tatsächlich fühle ich mich nach diesem Wutausbruch ein wenig erleichtert und gönne mir nach diesem circa einstündigen Rausch eine Pause und setze mich hin. Okay, ich habe jetzt den Bericht an dieser Stelle abgebrochen, weil ich meine, dass an dieser Stelle genau das deutlich wird, was man mit der lebensweltanalytischen Ethnographie erreichen kann und dezidiert mit der beobachtenden Teilnahme. Denn in diesen Momenten, diesen Momenten des extremen Schmerzempfindens und auch Wut und Frust und dieser anschließenden Erleichterung, diese Momente habe ich eigentlich nur erfahren können, weil ich mich mit dem Feld verschmolzen habe. Hätte ich das alles beobachtet, wie das bei anderen Skatern ist, hätte ich es quasi nicht nachvollziehen können. Genau.
Genau, und das Problem, vor dem ich natürlich stehe, ist, dass diese Erfahrung, die ich dort im Moment, im Hier und Jetzt gemacht habe, eigentlich ja immer nur im Rekurs datierbar sind. Ich kann nur im Nachhinein aufschreiben, was ich da erlebt habe. Und dies geschah halt natürlich erst am Abend, weil in den Momenten, in denen ich das Skaten war, habe ich tatsächlich komplett vergessen, dass ich hier aus Forschungsgründen war. Und genau, und ein weiterer interessanter Punkt, der mir dann während meiner Feldarbeit aufgefallen ist, ist, dass diese beiden Methoden, teilnehmende Beobachtung und dass die teilnehmende Beobachtung, Entschuldigung, dass die als zweierlei verstanden werden kann. Einmal, dass ich die teilnehmende Beobachtung quasi als skate-spezifische Praxis verstehe und andererseits als wissenschaftliche Methode. Was das genau heißt, versuche ich jetzt zu erklären. Denn einerseits ist nämlich Beobachten selbst auch Praxis der Szene. Also andere Skaterinnen und Skater tun das auch. Nur natürlich nicht aus einem wissenschaftlichen Hintergrund. Dass man halt da in einem Skatepark oder auch in öffentlichem Raum zusammen abhängt und anderen zwar quasi dabei zuguckt, wie sie skaten, es gehört halt total dazu. Und sich halt anguckt, ne, wie fahren die anderen, was für Fahrstile haben die und so weiter. Oder auch das Filmen von anderen Skatern oder Fotos machen, gehört auch genauso dazu. Und andererseits ist natürlich die teilnehmende Beobachtung für mich in der Forscherrolle natürlich schon was anderes. Denn hierdurch kann ich analytische Beobachtungen durchführen, die zum Teil dann natürlich auch Kriterien geleitet sind. Zum Beispiel kann ich mir angucken, welche Kleidungsstile gibt es, was tragen die Leute, wie sehen die Bewegungsabläufe genau aus, wer spricht irgendwie mit wem, über welche Themen und so weiter. Und ja, als eine Art Konsequenz der Verschmelzung mit dem Feld verstehe ich, also das ist jetzt ein Beispiel, verstehe ich den Skaterblick, den habe ich so genannt. Denn durch die monatelange Praxis des Skatens habe ich so etwas ja, wie einen Skaterblick entwickelt, der, wie ich denke, nur durch die teilnehmende Beobachtung oder beobachtende Teilnahme entstanden ist. Also meine Wahrnehmung hat sich eigentlich verändert. So bin ich dann, das war irgendwann letztens in Dortmund, bin ich so durch die Stadt gegangen und ich glaube, das war von einem Finanzamt und habe dann diese Steinkanten gesehen, die bei den Skatern halt Curbs genannt werden und dachte mir so, ja, sieht eigentlich ganz gut aus zum Skaten, so, da kann man bestimmt ziemlich gut grinden, also grinden, draufspringen, rüberrutschen und so weiter. Und ja, eigentlich schon im nächsten Augenblick habe ich schon gesehen, okay, das haben sich auch schon andere gedacht, weil das sieht man vielleicht ganz gut. Hier sieht man ziemlich gut die Handlungsspuren von dem Draufspringen und Drübergrinden, weil das ist ja hier so ein bisschen dunkel verfärbt und teilweise auch abgebröckelt. Das entsteht halt durchs ständige Draufspringen mit diesen Metallachsen oder auch mit dem Brett selber. Und andererseits aber auch durch das Einwachsen. Also teilweise, oder was heißt teilweise, eigentlich wird ziemlich oft Kerzenwachs benutzt oder auch Grindwachs kann man sich im Skate-Shop kaufen, aber eigentlich tut es genau dasselbe. Genau, die seifen dann solche Kanten ein, damit du da halt besser drüber sliden kannst. Und dadurch entsteht dann nach einer Weile genau diese Verfärbung und diese Abnutzungsspuren. Genau, und ich behaupte quasi, dass ich ohne das halt selber zu erfahren und auch selber zu machen, diesen Blick eigentlich nie entwickelt hätte. Und darin sehe ich dann auch die Stärke der lebensfeldanalytischen Ethnographie. Genau, und um das nochmal zu betonen und um die Problematik nochmal zu betonen, vor der ich stande, kam es nicht selten vor, dass ich einfach vergessen habe, auch Forscher zu sein, sodass ich mich an einigen Erfahrungen schlicht nicht erinnern konnte, wie ich das vorhin schon gesagt habe. Dies zeigt mir im Nachhinein einerseits, dass ich zwar im Skaten im Hier und Jetzt quasi war, andererseits zeigt mir dies auch, dass ich beim Rekonstruieren der Felddaten am Schreibtisch dann zu Hause nicht immer genau wusste, wie das nochmal genau war. Das Festhalten gemachter Erfahrungen lässt sich anhand ausgewählter Verfahren, zum Beispiel Memos, Protokollen, Fotos oder Videos,
Ansatz, ich sag ansatzweise durchführen. Denn bei all diesen Daten handelt es sich schon um aufschlussreiche und analytisch wertvolle Daten. Die eigentliche flüchtige Erfahrung im Hier und Jetzt lässt sich, so denke ich, jedoch nie festhalten. Und dieses Problem, denke ich, vor dem Problem werden wir eigentlich immer stehen. Und ich finde, Alfred Schütz beschreibt das nochmal ziemlich gut, genau diese Schwierigkeit, wenn er sagt, was wir aber in der Dauer, also die Durée, wie er das nennt, was wir aber in der Dauer erleben, ist ein stetiger Übergang von einem Jetzt und so zu einem neuen Jetzt und so. Also der Rausch oder das Skaten im Hier und Jetzt und kein Forscher mehr sein. Der Bewusstseinsstrom der inneren Dauer ist prinzipiell unreflektiert. Also das heißt, ich mache mir gar keine Gedanken bei dem, was ich da gerade tue. Ich tue es einfach. Die Reflexion selbst gehört als Funktion des Intellekts bereits der Raum-Zeit-Welt an. Also wie ich dann zum Beispiel am Schreibtisch sitze und mir das aufschreibe. Genau. Und somit komme ich eigentlich schon zum Ende. Und bedanke mich. Und auch bei Pascal für das Foto hier.